Hallo Leute, ja, wir sind im Sektor mit dem Albatros und das war ja noch ein weiteres Schiff, oder? Und da oben war gerade was grün leuchtend, da gibt es Beute oder was? Keine Ahnung. Aber unser Traveler, der folgt wahrscheinlich dem Albatros, wie das gerade so aussieht. Und der Thomas Stähler, der ist schon bei der Weißglut wahrscheinlich, weil ich wieder mal alles falsch gemacht habe. Ja, ich habe am Anfang dann gesagt, dass wir zum Beispiel, ne? Sag schon, das im Reparaturdock umbauen, umstellen können auf nur Credits anstatt Credits und Rohstoffe zum Bauen und habe ich natürlich nicht gemacht, gesagt, aber nicht getan, hat wieder gut geklappt. Er hat auch noch mehr geschrieben, da muss ich mal gucken, was wir das in dieser Folge vielleicht mal irgendwie ein bisschen was von umsetzen, wenn ich es schaffe. Aber naja, wir gucken erstmal das Logo. So, und jetzt habt ihr ein großes Bild. Jetzt seht ihr mehr, das ist ja auch passend. Und jetzt müssen wir erstmal schauen. Haben wir hier überhaupt erstmal ein Reparaturdock? Schiffswerft. Hier ist eine Schiffswerft. Und die ist da. Aber Reparaturdock und Schiffswerft sind ja zwei verschiedene Dinge, ne? Schiffbau und Reparaturdock. Nee, ist doch hier auch. So, wo kann ich es umstellen? Da Credits und nur Credits. Alles klar. Ja, auf jeden Fall danke für den Tipp. Jetzt haben wir das mal hier umgeändert. Schiff ist nicht beschädigt. Passt. Aber wir müssen ja jetzt mal gucken, wo die anderen alle sind, ne? Oder sind die alle hier? Ne? Wo sind sie? Da sind sie alle, die nicht so heile waren, ne? Und ja, Thomas, wir haben natürlich hier die Bergbaugeschichte, ne? Das müssen wir hier natürlich an der Karte machen. Ich habe das im Sektor da gemacht, war natürlich auch nicht so das Passende. Gerade passend, ne, um in den Sektor zu wechseln und dann zu gucken, dass wir da schauen, was da passiert gerade. Ist das hier wenigstens einer, der was schießen kann? Wo sind denn hier die Feinde? Ich sehe in diesem Bereich jetzt nichts. War doch hier, ne? Der Moor. Die Moor. Ach, Meuterei oder was war das? Die Moor auf Asreite 3 ist sehr schlecht. Die Besatzung streikt. Du hast einen neutralen. Okay, das wird wahrscheinlich dann so sein. Asreite 3. Gehen wir da mal rein, oder? Wechseln wir in Asreite 3. Hier ist ja auch alles schäbig, was nur geht. Und ich kann ja sowieso wahrscheinlich keinen Dock finden wahrscheinlich, oder? Reparaturdock ist da. Das ist das Reparaturdock. Komme ich da noch hin? Schauen wir mal, ne? Vielleicht klappt das ja diesmal. Aber wahrscheinlich haben wir nicht genug Credits, um das fertig zu bauen. Das wird das nächste Problem sein. Ja, der Antrieb ist schon super schlecht, ne? Das muss man einfach auch sagen, ne? So, ein Dockingport finden wäre auch noch cool, oder? Da oben blinkt alles, was nur geht, wegen der Meuterei. Okay, da oben ist ein Dockingport. Schauen wir, dass wir da vielleicht noch irgendwie hinkommen. So ein bisschen Bammel habe ich, dass ich da gleich reinknalle und es lenkt sich auch ganz schlecht nach oben. Kriege ich das irgendwie hin, dass es noch nach da lenkt? Wahrscheinlich nicht, ne? Eine Achse geht gar nicht. Es kommt auch dadurch nie näher, ne? Es bewegt sich zwar was, aber nicht in die wirklich richtige Richtung.
Jetzt hat sich das Schiff tatsächlich in irgendeiner Richtung gerade gedreht. Aber ich glaube, jetzt knallen wir hier vor, oder? Natürlich mit einer Ecke, dass wir uns jetzt so richtig schön da drinne verkeilen, ne? Kann das sein? Weiß nicht, ob wir da wieder wegkommen. Nicht. Oh Mann. Ich brauche nur ein ganz kleines bisschen hoch. Oh, ich glaube, ich bin nebenher geschrappt. Ja. Oh, jetzt ist das Schiff kaputt gegangen oder was? Ne, ich bin weggesprungen, nach unten weiter. Okay, alles klar. Ist jetzt nicht schlimm, finde ich okay so. Ich kann an dem Schiff ja nichts ändern, ne? Das ist ja auch das nächste Problem, ne? Weil ich muss es ja irgendwie reparieren. Und wenn ich jetzt hier... Kann man da irgendwas einstellen? Nee, ne? Reparaturdock, Crew, schwarzes Brett. Nein, kann man nicht reparieren. Es fehlen Trinium. Ach so, ich muss es hier wieder umstellen. Nur Credits, reparieren. Wie, hat funktioniert? Nee, ne? Sieht wohl so aus. Oder? Dann müsste da ja jetzt stehen, es ist heile. Ist ja jetzt hier auch nichts rot zu sehen, oder? Sonst wären da rote Stellen, glaube ich. Da. Reparaturdock. No Credits. Reparieren. Das Schiff ist nicht beschädigt. Alles ist gut. Jetzt lässt sich es doch ein bisschen besser steuern, ne? Ja. Okay. Aber hoch runter geht trotzdem schlecht, ne? Aber das können wir jetzt ja gerade beheben. Mit dem besten Baustein, den wir dafür haben, ne? Korrekturdüsen, nee. Ist hier nicht bei, glaube ich. Sanium wird ja wunderbar abgebaut, aber wir nehmen da nur nicht. Und Gyrophalanx. Da ist er. Zeigt jetzt die blaue Richtung an, die ist schon mal definitiv falsch. Ich glaube, so müsste es jetzt sein, ne? Und dann das Ganze ein bisschen größer. Hau mal rein, oder? So. Ja, jetzt bewegt er sich so schon mal ganz schnell. Gut, und dann fehlt uns jetzt da irgendwie noch ein Mechaniker oder was ist das hier oben? Ja, nicht genug Mechaniker. Aber wir sind ja jetzt hier direkt am Depot, da können wir erstmal noch Crew anheuern. Und da fehlt uns nur ein Einzelner. Anheuern. Du musst an der... Ah, bin ich nicht gedockt, okay. Da oben ist ein Dockingport. Kriegen wir den mitgenommen? Ich denke schon, ne? Ich dachte, Scotty beamt die rüber, aber war wohl nix. So, Crew anheuern. Wir wollten hier, ah, die 10 waren da schon ausgewählt. Die heuern wir mal jetzt an. Das Schiff ist überbevölkert, steht natürlich auch wieder gut geklappt. Dann bauen wir schnell noch einen Container hier für Crew, Quartiere, nicht Container.
Steuerung C, Steuerung V und also das ist falsches Material wahrscheinlich. Dann müssen wir das Quartier halt auch ein Dingens machen. Sag schon in Nanonit, dann passt das schon, oder? Wohl doch nicht. Jetzt ist Platz für alle. So, gedockt sind wir. Crew anheuern. Die heuer ich jetzt erstmal an. Jetzt ist er wieder überbevölkert oder was? Das ist ja der Hammer, oder? Wir kommen zu reden oder schon, ja. Ah ne, das war falsch. Brauchen wir nochmal schnell einen Stein. So sieht es jetzt, glaube ich, gut aus. Jetzt gehen wir hier rein, gehen wir da rein. Und hier ein mehr und dann ist es jetzt passend, oder? So, jetzt ist er nur viel zu schwach, mehr nicht. So, was hat der Thomas Steder angeschrieben? Er hat geschrieben, so ein Schiff braucht man nur Panzerung, Schild und schnell weg. Das ist das Ziel. Und das war ja hier unser Miner 3, ne, oder? Was? Reiter 3? Ne, nicht Miner 3. Ja, müssen wir noch weiter gucken, ne? Warte mal. Reparatur, das hat jetzt geklappt, erstmal mit den Credits. Das ist ja erstmal schon mal gut. So, das erste Schiff ist erstmal fertig. Von reparieren. Das ist jetzt erstmal unser Hauptaugenmerk. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal in das Schiff. Da fehlen auch Mechaniker etc. Und das wird wahrscheinlich auch kaputt sein, ne? Und dann muss ich jetzt dahin. Docks sind hier. Fliegen wir dann mal schnell rüber. Traktorstrahl. Crew anheuern. Da fehlt eine Person da. Die heuern wir jetzt an. Schiff ist nicht überbevölkert. Jetzt setzen wir ganz schnell erstmal hier einen an, damit das nicht wieder passiert, dass die da Probleme haben. So, das ist fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal rein wegen Reparatur. Nur Credits, reparieren. So, Schiff ist jetzt wieder heile. Fliegt jetzt auch tatsächlich wieder zügig. So, jetzt müssen wir nur das zweite Schiff finden, welches ich eben irgendwo abgestellt habe erstmal. War es das? Nee, das ist es nicht, ne? Ne. Da hinten, das ist es wahrscheinlich, oder? Ne, da oben. Da oben ist es, dann fliegen wir mal gerade dahin. Das ist jetzt ein schneller, flotter Flitzer hier, ne? Gut. Ihr zwei wisst schon mal, worum es geht, ne? Genau. So, jetzt. Wer ist das da? Das ist die Lady. Die Lady könnte als einziges Heiler gewesen sein, ne? Lass uns dann da unten weitermachen, weil ich glaube, dann müssen wir dahin. Ja, hier ist auf jeden Fall was nicht in Ordnung. Strukturelle Schäden durch. Ja, okay, das wissen wir. Wo ist jetzt die Station? Wo ist denn mein Kreuz da? Ja, das geht gar nicht zu drehen dahin, oder wie sehe ich das? Ah, doch, es geht schon was.
Traktorstrahl kommt jetzt gar nicht, oder was? Jetzt haut er uns gleich um, wa? Credits erledigt. Schiff wieder funktionsfähig. Wollen wir hoffen, ne? Kriege ich das jetzt hier weg, ohne dass was passiert? Ne, ne? Oh, das war jetzt nicht so dolle. Ja, 28 geht, können wir mit leben, ne? Wo sind wir denn gedockt? Nirgendwo, ne? Komm, nehmen wir einen anderen Dockingport jetzt hier. Das hat ja keinen sittlichen Nährwert mit dem. Oh, die Bremse, die hier dran ist, ist aber top, ne? Da gibt es einen Traktorstrahl jetzt. So, jetzt schnell nochmal. Reparatur. Schiff ist nicht beschädigt, auch interessant. Ist auch nicht überbevölkert oder sowas, ne? Das ist nur zu schwach. Gut. Das bedeutet, fliegt den mal hier gerade weg. Der muss zu den beiden, weil das auch fertig ist. Park den mal daneben gerade. So, das haben wir jetzt. So, jetzt muss noch einer da sein, den wir noch reparieren müssen. Oder auch nicht. Gründungsschiff. Auf jeden Fall das. Betreten. Und das ist auch noch kaputt. Gut, ich würde aber sagen, das reparieren wir in der nächsten Folge. Gucken dann weiter. Das war weitere Dinge, die der Thomas geschrieben hat, noch umsetzen. Wo ist jetzt die Station da, ne? Ja, dass wir die weiter umsetzen und gucken, dass das alles so wird, wie wir das haben wollen. Wo ist hier ein Dockingport? Da zum Beispiel. Einmal Traktorstrahl. Na ja, komm, wenn wir schon hier sind. Reparaturdock. Reparieren. Fertig. Was fehlt uns da oben jetzt? Du kannst so nah an einer Station keine Station gründen. Ach so, weil es ein Gründungsschiff ist. Okay, das passt aber erstmal alles. Gut, dann sind wir durch. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.